Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Dienstag, der 30. Mai 2023. Ja, und an der Playa ist das Wetter immer noch so lala. Gestern kam ja einiges an Regen runter. Teilweise waren die Straßen ja, überflutet. So schnell konnte das Wasser nicht ablaufen. Das ist halt hier an der Playa so. Ne? Wenn es einmal richtig regnet, dann sind die Straßen halt so ein bisschen unter Wasser gesetzt. Schon öfters vorgekommen und wird wahrscheinlich auch immer wieder vorkommen. Liegt halt, keine Ahnung, an der Kanalisation her, dass die hier nicht so vernünftig ausgebaut ist, dass die Wassermassen so schnell ablaufen können. Aktuell haben wir rund 22 Grad, es ist wieder ein bisschen Regen im Anmarsch, also ja, heute wird es wieder nass an der Playa sehr wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass es so stark regnet wie gestern. Ja, für morgen haben wir auch wieder Gewitter vorher gesagt, also die nächsten 4-5 Tage wird weiter unbeständig sein an der Playa, das ist auch recht ja, schwül und drückend immer noch, so wie gestern haben wir um diese Uhrzeit. Ja, das war jetzt erstmal zum Anfang von dem Video, ich muss jetzt meine Videos bearbeiten von gestern. Und dann sehen wir uns, wenn ich heute Abend oder heute Nachmittag wieder unterwegs bin an der Playa de Palma. Viel Spaß beim Video und bis später. Ciao. Ich bin wieder unterwegs und ja, ich war gerade ganz kurz mal im Megapark drin. Ja, wie man sieht, Megapark ist gut gefüllt. Jetzt nicht bumsvoll, ist ja klar, heute ist Dienstag. Ne? In der Playa ist es auch recht ruhig, zumindest ruhiger wie die letzten Tage. Ja. Jetzt laufe ich noch ein bisschen rum, gucke, was sich so ergibt hier und um 20 Uhr werde ich dann im Bierkönig sein zu den Ziffelbuben. So, 2 Minuten später, wir stehen da zwischen dem 6er und dem 5er und wie man sieht, sehr übersichtlich hier, klar, hier vorne stehen ein paar Leute, da waren wir eben. Aber generell ist die Mauer doch recht spärlich gefüllt. Bin mal gespannt, wann es wieder losgeht. Weil Pfingsten ist auch, ich weiß gar nicht, wer hat eigentlich Pfingstferien? Ist mir gerade gar nicht bekannt. Ich dachte eigentlich, die ganze Woche würde jetzt voll sein, aber sind wir doch wieder sehr viele abgereist und weniger angekommen, wie ich gedacht habe. Gut, gehen wir weiter. So, wir haben auch Haustiere hier an der Playa. Also Möwen sind, also im Winter waren die schon sehr aktiv hier und mittlerweile sind die noch mehr aktiver, weil ja, hier gibt es scheinbar genug zu essen für die. Ja, hier am 6er ist gar nichts mehr los. Ja, und der Strand, wie man sieht, da ist auch gar nichts los, weil es ist halt auch kein Strandwetter. Ne? Wir haben rund 22 Grad, kaum Sonne gehabt heute. 19.52 Uhr, mittlerweile sind wir im Bierkönig angekommen. Gleich kommen die Ziffelbuben auf die Bühne. Ja, und die gucken wir uns mal an. Viel Spaß dabei! I'm not afraid of the dark.
das einmal Acapulco, ja? Wenn deine Mutter wüsste, zeig jedem deine Brüste. Seid ihr schon alle besoffen? Raus, Taschen am Hahn und nach oben halten. Was hast du denn heute für eine Fehlstunde? Ja, das ist mega. So, ja. Alle nach oben halten. Ja, das ist mal gut. Noch ein paar mehr. Super. Ja, geil, es gibt ein kleines Bild. Okay, kleine Trockenübung. Wir gehen zusammen von rechts nach links. Rechts. Links, Mia, okay, Cassie, auf geht's hier! Oh. Das war jetzt der Auftritt von den Zipfelbuben und ja, mittlerweile kommt die Sonne auch mal raus, ne? Also kurz zum Sonnenuntergang kann man auch mal die Sonne zeigen, weil den ganzen Tag gar keine Sonne da. Ja, jetzt geht's halt hier Richtung Megapark zum Lorenz Büffel. Ich werde aber vorher erst mal trinken, weil ich habe Durst und werde auch nicht komplett den Auftritt filmen oder auch nicht großartig bei TikTok. Ich glaube, bei TikTok gehe ich mal kurz online, aber ja, mein Akku ist auch schon fast wieder platt, von daher geht es gerade nicht so viel, aber ein kleines bisschen nehmen wir noch den Büffel mit und dann geht's ins Latino. Und im Latino bin ich mal gespannt, was uns da heute erwartet. Ja, ohne das jetzt hier um die Länge zu zögern, das Video, würde ich sagen, wartet für das Erste und wir sehen uns gleich wieder beim Büffel. Oder falls sich hier irgendwas noch entwickelt. Also hier vorne steht eine kleine Meute. Mal gucken, vielleicht wird es noch lustig unterwegs. Maybe it's better. Achso, ja, eine Minute später. Bevor ich vergesse, eine kleine Einschätzung von mir zum Auftritt von Zipfelbuben. Also nicht zu dem Auftritt, sondern allgemein. Ja, Bierkönig war doch recht übersichtlich. Also so viel war gar nicht los. Ich dachte, es wäre mehr. Man sieht hier, wie schon gesagt, die Playa ist heute am Dienstag doch sehr leer geworden. Und das hat sich im Bierkönig bemerkbar gemacht. Und dann bin ich mal gespannt, wie es gleich beim Lorenz ist. Aber schätze mal, beim Lorenz wird voll sein. Den Lorenz wollen sie auch immer alle sehen, ne? Gut, da war nur eine kleine Einschätzung von mir zur Lage an der Playa, da das aktuell nicht ganz so voll ist, wie man eigentlich denken könnte. Mhm.
20.49 Uhr. Wir stehen jetzt hier vor dem Megapark und ja, der Megapark hat wieder eine Schlange. Dauert halt wieder, bis man reinkommt. Also okay, ich komme ja natürlich so rein, aber normalerweise muss man halt warten und ja. Ich bleibe noch ein bisschen draußen, ja, weil vor 21 Uhr wird er eh nicht auftreten, der Lorenz. Und dann sehen wir uns gleich aber drinnen. Viel Spaß beim Lorenz. Uhr, der Büffel ist da dran, aber ich bin wieder draußen, weil keine Lust mehr. Hat mir gereicht, also ja. Habe gesagt, man muss ja nicht den ganzen Auftritt filmen, ja, so ein paar Sequenzen reichen ja hier und so sieht es aktuell aus. Ja, die Schlange hat sich vor dem Megapark gelöst, alle sind drin und der Megapark ist doch ganz gut gefüllt. Und jetzt gehen wir mal Richtung Latino und gucken, wann uns da auf dem Weg noch über die Füße läuft. Ich bin jetzt hier gerade schräg vor dem Oberbayern und ja, er ist immer noch am Singen. Heute mal ein anderes Lied. Also Schweiz, viele Lieder er kann. Ich glaube, 5 kann er. Nee, schon, er kann schon ein paar mehr, aber ich spiele halt öfters gleiche Lieder. Gut, reicht. Richtung Latino geht's weiter. 21.52 Uhr, wir stehen jetzt hier vor der Bierstraße und ja, schauen wir mal, was da los ist. Sieht von Weitem aus, dass nicht so viel los ist. Gehen wir mal durch. Ja, nicht gerade viel los hier in der Bierstraße, ne, würde ich sagen. Sehr verhalten. Ich freue mich und alle die Hände, ich bin der Mumsi und ich freue mich einfach.
20.45 Uhr, das war Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann, am heutigen Pfingstdienstag, sagt man nicht, ne? Weil es ist kein Pfingsten mehr, also am heutigen Dienstag und ja, wenn ihr mal in die Spielothek wollt, kurz nach der Bierstraße, könnt ihr hier spielen gehen. Ich würde es euch nicht empfehlen, weil ihr verliert man nur. Und dann würde ich sagen, war es das für heute und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische zu Playa de Palma Kompakt am 31. Mai. Mann, wieso lalle ich denn so? Nein, ich habe nur eine kleine Fanta getrunken. Ey, ich bin echt betrunken. Achso, aber hier ist das Tabana, ne? Also dieses ehemalige Asadito. Also wenn wir schon mal hier sind, können wir ja mal ganz kurz gucken, wie das hier aussieht. Sieht jetzt nicht voll aus, ist auch schon spät. Und die Playa ist auch generell recht ruhig. Das Latino war heute auch recht ruhig, deswegen gab es da nicht so viel zu filmen. Aber wenn man mal hier reinguckt, das sieht doch sehr einladend aus. Ist natürlich schon in den Preisen her recht oder ein bisschen höherklassig. Jo, ich würde sagen, das war's für heute und wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Adios, buenas noches. Buenas noches. Tschüss. Ciao. Hasta luego. Wie auch immer.